Schönen Vormittag, herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Rath von Purency und ich möchte Ihnen heute einmal ein kurzes Update geben zu Mikroplastik, dessen Analyse und Standards. Mikroplastik generell, heutzutage betrifft uns leider alle, weil Mikroplastik wurde gefunden auf den höchsten Gipfeln, sprich dem Himalaya oder auch den tiefsten Punkt der Erde, dem Marianengraben, sowie in diversen Organismen. Und das bedeutet sogar in der menschlichen Plazenta. Das heißt, es betrifft uns alle. Und allerdings, um jetzt genaue Aussagen über Mikroplastik und dessen Verteilung global zu treffen zu können, ist es natürlich auch wichtig, die Daten, die man in der Forschung erhebt, sozusagen miteinander zu vergleichen. Und dafür sind im Standard unabdingbar. Das bedeutet, dass eben internationale Gremien, eben wie Austrian Standards und ISO, eben aktiv daran arbeiten, Standards zu implementieren, und wir freuen uns natürlich auch, Teil davon zu sein und damit helfen zu dürfen. So, zum Thema Plastik generell kurz ein Background-Information. Plastik wird verwendet seit ca. den 1960er Jahren. Vor allem seit den 1970er Jahren ist es dann wirklich in jedem Haushalt erschienen und wird tagtäglich von jedem von uns benutzt. Im Vergleich dazu, Mikroplastik allerdings ist ein sehr junges Thema. Es wird erst seit den letzten 5 bis 10 Jahren eigentlich wirklich wurde es angefangen zu untersuchen. Das heißt, die Herausforderungen in diesem Bereich ist, dass es zum Thema Mikroplastik keine Standards gibt und damit auch eben verlässliche Erkenntnisse über eben diese Kunststoffpartikel mit der Größenordnung von unter 100 Mikrometer komplett fehlen. Nur damit man sich das auch vorstellen kann, 100 Mikrometer bedeutet, ein Haar hat einen Durchmesser von 70 Mikrometer. Das heißt, man spricht wirklich von sehr kleinen Partikeln. Und wenn es jetzt um die Forschung von Mikroplastik geht, man kann diese in mehrere komplexe Teilschritte unterteilen. Das heißt, man fängt an einmal bei der Probennahme, dann geht es weiter bei der Probenaufbereitung im Labor, dann die Probe wird vermessen, meistens mit Mikroskopen oder Spektrometrie-Methoden, und danach werden diese Daten von den Messungen analysiert. Und für jedes dieser Teilschritte sozusagen fehlen standardisierte, klare Protokolle, und somit ist auch sozusagen die Qualität der Daten noch nicht sehr garantiert, und die Vergleichbarkeit ist eben wünschenswert, dass man das erzielt. Und wir bei Purency haben uns eben dem letzten Schritt, sprich der Messdatenverarbeitung, gewidmet, wo wir eine Software entwickelt haben, die automatisiert Mikroplastikpartikeln detektiert und analysieren kann. Allgemein auch die jetzigen Analysemethoden im Moment, die im Gebrauch sind, können leider keine zuverlässigen und skalierbaren Aussagen treffen über Mikroplastik oder nur bedingt. Und die andere Herausforderung im Moment ist auch, dass während der Forschung enorme Datenmengen anfallen. Zum Beispiel an diesem Bild, was Sie hier sehen auf der linken Seite, das ist zum Beispiel ein Sediment, was gefiltert ist auf einem Filter, was ca. 10 mm groß ist. Und bei diesem Bild, hinter jedem Pixel, sozusagen mit einem Infrarotspektrometer, wurde eine chemische Analyse erzeugt. Das heißt, hinter jedem Pixel von dem Bild steckt eine chemische Analyse, ein sogenanntes Spektrum. Und da dieses Bild aus mehreren Millionen Pixeln besteht, bedeutet das, dass allein eine Probe, ein Datensatz zwischen 10 und 20 Gigabyte groß ist. Und das jetzt dann wirklich sozusagen zuverlässig zu analysieren und auch gegebenenfalls natürlich auch den Vorgang schnell abzuwickeln, ist halt die Herausforderung. Und eben, wie gesagt, die jetzigen Analyseprozesse eben im Bereich von Mikroplastik verwenden hauptsächlich Datenbanken. Und hier werden eben die gemessenen chemischen Daten, sprich die gemessenen Spektren, mit Vergleichsspektren aus Datenbanken gegenübergestellt. Und ein Experte bewertet dann sozusagen, ist dieses Mikroplastik, was in der Probe gefunden ist, das Mikroplastik ein PP oder ein anderer Polymerart sozusagen.
Und während diesem ganzen Prozess gibt es eben viele Variablen. Eine davon ist zum Beispiel, dass wenn man mit Forschern von verschiedenen Laboren, auf verschiedenen Kontinenten spricht, sehr viele benutzen unterschiedliche Datenbanken. Das heißt, man hat hier, wenn man dann Daten vergleicht, kann man diese dann sehr schwer vergleichen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann auch die Qualität allerdings dieser Analysemethoden erhöhen möchte, wäre es vielleicht sicher einfach zu sagen, okay, dann generieren wir einfach mehr Vergleichsspektren und packen diese in die Datenbank. Allerdings, umso mehr Vergleichsspektren in der Datenbank sind, umso länger braucht dann der Experte, um alle Spektren sozusagen durchzusuchen. Und das Ganze ist dann sehr langwierig und eben sehr kostspielig. Und wir von Purency mit unserer Software haben eben den Ansatz von Machine Learning gewählt, da nämlich auf der einen Seite einmal sehr viele Variablen wegfallen, sprich man hat ja einfach den fixen Parameter, man verwendet Machine Learning, das ist eigentlich nichts anderes als ein mathematisches Modell. Und das heißt, dass ein Machine Learning-Algorithmus wird mit Trainingsdaten gefüttert sozusagen. Also Experten füttern sozusagen, dass ein Modell, ein System mit bekannten Daten, also mit Vergleichsspektren, und somit weiß dann sozusagen die Software, wenn dann eine Probe analysiert wird, welches Partikel in der Probe ein Polymer, also ein Mikroplastikpartikel ist und welches nicht. Und man kann auch noch einen Schritt weitergehen. Es erkennt dann nicht nur automatisch, ob es sich um ein Mikroplastikpartikel handelt. Es kann auch sagen, welche Art von Mikroplastikpartikel oder auch die Größe dann detektieren. Also man hat dann wirklich sehr schnell automatische Daten zur Verfügung, über was zum Beispiel jetzt in Sediment oder Wasserproben sich zum Beispiel an Mikroplastik befindet. Und das heißt, man kann hier dann eben reproduzierbare Ergebnisse erzeugen. Und auf der anderen Seite, das Schöne an Machine Learning-Algorithmen ist, dass hier kann man allerdings die Daten, also man kann hier zum Beispiel nicht nur Umweltdaten dann auch analysieren, sondern auch Lebensmittelproben zum Beispiel oder Proben aus dem menschlichen Körper oder andere Organismen. Das heißt, wenn man jetzt die Software, also das Modell mit mehreren Proben füttert, dann bedeutet das jetzt nicht, dass der Zeitaufwand dadurch steigt, sondern dadurch, dass das System trainiert wird, also es wird nur einmal trainiert und danach, wenn es trainiert ist, ist aber die Geschwindigkeit der Analyse bleibt relativ gleich. Was das bedeutet, kann ich Ihnen hier kurz zeigen. Also im Vergleich, eine Datenbank hat im Normalfall so zwischen 300 und 400 Vergleichsspektren, und wobei dann eine Probe allerdings, also pro Probe bräuchte ein Experte dann circa 4 Stunden oder mehr, um diese zu analysieren. Wohingegen mit dem Ansatz von Machine Learning, wir haben unser Modell jetzt mit über 12.000 Spektren sozusagen trainiert, und mit einem Klick kann man dann mit einer, also kann ich sagen, One-Button-Solution die ganze Probe innerhalb von 15 Minuten analysieren. Das heißt, wenn man dann wirklich hernimmt und sagt, der Datensatz ist 20 Gigabyte und man hat dann die Analyse in 15 Minuten, bedeutet das, man erspart sich Zeit und Kosten und das ist eben sehr ideal für nicht nur die Wissenschaft, sondern dann auch in der Wirtschaft, wenn es eben um Privatlabore geht. Also es gibt sozusagen mit Machine Learning im Vergleich zu Datenbanken eben keinen Kompromiss mehr zwischen Geschwindigkeit und analytischer Qualität. Und hier sehen Sie ein Beispiel, wo Machine Learning bereits Anwendung findet. Hier sehen Sie verschiedene Umweltproben. Das heißt, wir haben hier Sedimentproben auf der linken oberen Seite. Und dann quer durch die Bank verschiedene Wasserproben. Also die Software ist jetzt auch sehr gut optimiert eben für Sedimentproben, für Wasserproben, sei es jetzt Süßwasser oder Salzwasser, bis hin zu Klärschlämmen. Also man kann hier wirklich innerhalb von Minuten die Proben ganz einfach analysieren. Und das Resultat sehen Sie hier, die bunten Partikel sozusagen. Die erscheinen auf dem Bild, das ist alles Mikroplastik in der Probe. Und die verschiedenen Farben bedeuten nichts anderes, dass es sich hier um verschiedene Mikroplastiktypen, also Polymerarten, handelt. Und dazu sehen Sie auch, dass sich
die Größe von den Polymerarten, von den Polymeren auch in diesen Proben verändert, halt unterschiedlich ist. Eben wie gesagt, die Software kann eben den Typ, die Menge und die Größe dieser Mikroplastikpartikel analysieren. Und dann komme ich auch schon zum Schluss. Also hier haben Sie kurz einen Überblick, eben was es bedeutet, Standards zu haben oder auch was es bedeutet, wenn Standards fehlen. Aber prinzipiell kann man sagen, sehr wichtig ist, so wie am Anfang beschrieben, in der Forschung, dass man die ganzen Prozesse standardisiert, damit dann auch eine nicht nur schnellere Abwicklung im Labor stattfindet, sondern auch die Qualität der Daten erhöht wird. Damit kann man dann genaue und konkrete Aussagen treffen über Mikroplastik. Diese Daten dienen dann auf der einen Seite Regierungen, der Politik sozusagen als Anhaltspunkt, eben um neue Regulierungen zu setzen. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr spannend und interessant für die Wirtschaft, da eben dann auch für Labore hier dann diese Daten, diese Messmethoden sozusagen verwendet werden können, um jetzt Risikoabschätzungen vornehmen zu können, die Qualitätskontrolle zu erhöhen und dann im Endeffekt auch den ganzen Produktionsprozess und Lieferketten zu optimieren. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich dann später auf die Fragen.